Jetzt zieht euch das mal rein, Motorhaube zu, daneben nicht. Ich pack den ins Netz, die Leute stehen Schlange. Ich so, okay, ist doch alles gut. Ach, jetzt geht's los. Die nette Dame, dann auch schon direkt bei der Roststelle hinten. Ja, ist die normale Gebrauchsspur, normale Gebrauchsspur. Ich sag, alles gut, ich gucke nur. Irgendwas stinkt hier gewaltig. Also ich, irgendwas ist hier ein bisschen komisch. So, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal. Meinen Namen kennt ihr bereits. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Und zwar, Freunde, wir haben uns mal wieder hier versammelt, um ein weiteres Video zu drehen in unserem schicken Showroom im Autohaus. Ja, wie schon öfter erwähnt, ich kann euch leider nicht immer mitnehmen, wenn wir irgendwo hinfahren, machen und tun oder ich da unterwegs bin, Autos suche, kaufe. Tatsächlich war ich aber die letzten Male unterwegs, weil mir Fahrzeuge angeboten wurden. Ja, Freunde, kurzer Einwand. Wir haben mittlerweile eine eigene Homepage. Da haben wir auch unter anderem ein Ankaufformular für Gebrauchtfahrzeuge oder halt auch Neufahrzeuge, sollte es so der Fall sein. Wenn ihr quasi ein Fahrzeug verkaufen möchtet oder jemanden kennt, könnt ihr es gerne darüber anbieten. Wenn es passt, kommen wir da zusammen. Ansonsten weiterschauen und reingehauen. Ich werde jetzt einfach versuchen, die Erlebnisse von mir originalgetreu nachzusprechen. Weil ich bin da wirklich, für mich ist es immer sehr wichtig, dass ich es wirklich 1:1 so wiedergebe, wie es passiert ist. Wenn ich euch schon nicht mitnehme, dann bekommt ihr trotzdem 100%. Auf jeden Fall, ich war unterwegs. Ich habe da ein Auto angeboten bekommen, beziehungsweise entdeckt. Und ich sag mal so, der Preis war so schwierig. War ein Basic-Auto, Opel Adam, knapp über 100 gelaufen, 13er Zulassung. Keine Ausstattung, eine Klimaanlage, elektrische Fensterheber und elektrische Außenspiegel. Das war's auch schon, ne? Allwetterreifen auf Stahlfelgen. Ich glaube, die Vorstellung vom Verkäufer war so bei 6.000 Euro. Wir haben uns dann irgendwie nach einem telefonischen Gespräch irgendwie so auf 5.000 geeinigt. Ist schon, sage ich ganz offen und ehrlich, versuche Klartext zu reden, ist schon ein bisschen eng für einen Händler. Weil es kommt natürlich Folgekosten wie Inspektion, TÜV, eventuell Reifen, Bremsen, irgendwas kommt immer. Deswegen ist eigentlich schon eine knappe Nummer gewesen. Außenspiegel war auch beschädigt. Da habe ich mir gedacht, weißt du was, ich fahre auf jeden Fall hin und gucke mir das Auto erstmal an. Und wenn man sich da irgendwie noch so ein bisschen einig wird oder wenn man da irgendwie zusammenkommt, dann nehme ich den mit. Einfach, damit man auch wieder natürlich auch Fahrzeuge in dieser Preisklasse oder allgemein Fahrzeuge anbieten kann. Ne? Es ist ja aktuell gerade nicht so einfach, an gute Gebrauchte ranzukommen. Es heißt ja die ganze Zeit, der Markt ist am Explodieren, Höchstpreise, die Händler verdienen sich dumm und dämlich, völliger Bullshit. Wenn die Preise auch so explodieren, beziehungsweise wenn die Gebrauchtwagenpreise ihren Hoch erreicht haben, dann kriegen wir sie auch nicht zu den Preisen wie vor 3 Jahren zum Beispiel, wo die halt nicht so hoch waren, das ist ja klar. Ne? Es ist ja mittlerweile so, auch wenn man mal ein bisschen im Internet stöbert, die Preisvorstellungen sind jenseits von Gut und Böse. Gerade auch von privaten Verkäufern, die haben das alle ein bisschen zu ernst genommen, dass es keine neuen Fahrzeuge gibt, beziehungsweise dass nichts nachkommt. Ja, auf jeden Fall haben wir dann telefoniert, zwecks des Opel Adam. Ja, ich habe gefragt, ist der Scheckheft gepflegt? Ja, ist Scheckheft gepflegt. Ich hatte auch nur 1, 2 Bilder. Alles klar, wie fehlt der Hand? Ich glaube, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, aber darum geht es auch gar nicht. Es geht auf jeden Fall darum, Scheckheft gepflegt, unfallfrei, ja, passt, alles in Ordnung. Lediglich nur der Außenspiegel ist defekt, das Fahrzeug wurde auch durchgecheckt. Ich denke mir so, okay, fahren wir mal hin. Ist es ein solides Auto, ein Anfängerauto, macht man nichts falsch, 70 PS, kann man irgendwie, bringt man den immer an den Mann, ne? Oder an die Frau. Ich dann da hingefahren auf den Samstag und das ging halt in Richtung Harz und dann natürlich alles voll mit Schnee. Und nein, diesmal hatte ich keine Sommerreifen drauf, ich hatte einen Wetterreifen drauf. Aber es war alles rutschig, ging so schleppend voran, dass ich wirklich 2-3 Mal überlegt habe, umzudrehen. Da habe ich auch kurz angehalten und habe mich nochmal erkundigt, was kostet denn eigentlich so ein Außenspiegel? Dann ging es ab 200 bis 250 Euro aufwärts für einen Opel Adam Außenspiegel. Da habe ich natürlich auch erst blöd aus der Wäsche geguckt. Ne? Da ich mir so, Mist, Alter, das lohnt sich eigentlich gar nicht. Ne? Weil wenn ich am Ende da, wenn er mich 5,5 kostet, wenn ich damit hinkomme und am Ende den für 6 bis 6,5 verkaufe, klar, denkt dieser eine, was ist das denn für ein Quatsch? Na, aber es ist so, da kommt noch irgendwie eine Kleinigkeit dazu. Dann lass es noch irgendeinen Gewährleistungsfall geben oder sonstiges. Ne? Aufbereitung, also am Ende bleibt da gar nichts über. Muss ich ganz ehrlich so sagen, weil dann wird natürlich auch die Steuer noch runtergerechnet und dann bleibt wirklich am Ende des Tages gar nichts über. Ich auf jeden Fall, weißt du was, komm, ich habe dem jetzt mein Wort gegeben, ich fahre da jetzt einfach, ich ziehe jetzt einfach durch und fahre dahin.
So, ich da angekommen und wir dann da quasi zur Garage gegangen. Erstmal begrüßt, zur Garage gegangen, Garage auf, ich dann reingegangen. Erstmal dachte ich so, okay, wow, der steht ja richtig gut da. Ne? Denke ich so, okay, alles klar, wenn man noch so ein bisschen was machen kann, zwecks Außenspiegel, tüten wir das Ding ein und holen ihn dann im Nachgang ab. Ich dann so, während wir schon in der Garage drin standen, ich sage, sie waren doch in der Werkstatt, ne? Er so, ja, ich sage, was kostet denn so ein Außenspiegel? Ja, so 80, 90 Euro. Ich denke mir so, okay. Lüge Nummer 1. Er fährt raus und ich merke dann so, okay, der hat doch so ein bisschen Gebrauchsspuren, sage ich mal. Aber war immer noch nicht ganz abgeneigt. Da habe ich mein Lackschichtenmessgerät rausgepackt und habe da erstmal rumgegangen. Da war er so ein bisschen verwundert. Klar, muss man bei so einem alten Auto nicht machen. Kann man aber machen, das ist ja auch mein Recht. Ne? Ich möchte natürlich auch später auf der sicheren Seite sein. Habe ich festgestellt, dass da vorne links nachlackiert wurde, beziehungsweise der Kotflügel ausgetauscht wurde. Hat er mir erklärt, da gab es noch einen kleinen Parkkrempel. Die Stoßstange hat auch nicht mehr 100% gesessen. Da habe ich mich reingesetzt ins Auto, da fing es halt an. Ne? Da kam halt eins aufs andere. Scheckheft rausgeholt, war nicht Scheckheft gepflegt. Also war wirklich, der hatte 105 gelaufen. Ich glaube, Scheckheft war 60.000, 50.000. Und 2019 oder 2018 die letzte Inspektion. Da habe ich gesagt, der ist ja gar nicht Scheckheft gepflegt. Das habe ich auch nicht gesagt. Ich sage, doch. Nee, habe ich nicht. Ich sage, okay. Wieder rumgegangen, habe ich festgestellt, dass die Reifen vorne gerissen sind, also schon eingerissen sind. Da ich, ja, die Reifen sind beschädigt. Nein, das kann nicht sein, das ist nur Farbe. Ich sage, nein, das ist keine Farbe oder irgendwie eine Abschürfung. Der Reifen ist gerissen. Guckt dann auch so. Ja, sorry, habe ich nicht gewusst. Ich sage, okay. Ich sage, guck mal. Sagt er, ja, kostet 30 Euro. Ich sage, was kostet 30 Euro? Ja, ein neuer Reifen. Ich sage, so, okay. Vielleicht vor 3, 4 Jahren. Ich dann so, hier, verstehe mich nicht falsch, aber das passt für mich nicht. Also wenn wir, ich will jetzt auch nicht irgendwie unverschämt sein, ich habe wirklich so konform wie möglich in dieser Situation gehandelt und einfach nur gesagt, passt nicht ganz für mich. Dann war sofort Motorhaube zu, dann eben nicht. Ich pack den ins Netz, die Leute stehen Schlange. Ich so, okay, ist doch alles gut. Ich sage, verstehen Sie mich nur nicht falsch, aber die Reifen müssen gemacht werden. Der ist nicht Scheckheft gefüllt, wie es gesagt wurde. Der hat mal einen kleinen Detscher gehabt, was auch nicht so schlimm ist. Ich muss auch wieder ein bisschen investieren. Am Ende des Tages muss ich was verdienen. Der hat komplett abgeblockt. Also wirklich sofort, sagt dem Motto, sieh zu, dass du Land gewinnst. Und ich habe wirklich nichts gesagt. Ich habe gesagt, guck mal, bevor ich jetzt irgendwas Unverschämtes sage, sage ich eher, wenn die was machen können, ja, wenn nicht, muss ich passen. Ne? Ich habe nicht auch was gesagt. So, ich dann abgefahren, habe ich gesagt, lieber kein Geschäft ist besser als ein schlechtes Geschäft. Bin dann wieder runtergefahren, Richtung Autohaus. Ja, dann war ich jetzt letzte Woche, wann war das letzte Woche? Ich glaube am Wochenende auch wieder unterwegs. Habe ich ein Auto angeboten bekommen. Polo 9N3, Zulassung 2006 oder 7, 150.000 circa gelaufen, 158.000. Ich weiß nicht mehr genau. Fünftürig, schwarz, Klimaanlage, 1-2er-Maschine, das war nicht so der beliebte Motor, aber habe ich angeboten bekommen. Achtfach bereift, soll alles top sein, alles schick, alles super. Und da habe ich dann wirklich gesagt, ich sage, pass auf, das ist eigentlich ein bisschen teuer. Also ein Bekannter hat ihn für mich quasi, hat mich da weiterempfohlen, hat er gesagt, hat das für mich in die Hand genommen, weil es halt nicht in meiner, hier in meiner Nähe war. Und ich habe gesagt, pass auf, ist eigentlich ein bisschen viel, aber Kleinwagenbedarf habe ich gerade. Ne, habe ich. Also ja, deswegen denke ich auch, dass es interessant für dich ist. Er hat mir alles durchgegeben, Scheckheft gepflegt, also wirklich sehr gepflegtes Fahrzeug. Ne? Der war halt ein bisschen schmutzig, aber sehr gepflegt. Ich sage, wie viel Hand ist der? Zweite Hand. Erste oder zweite Hand? Ich sage, das klingt ja noch besser. Ne, dann habe ich gedacht, okay, Scheckheft gepflegt, das passt, alles super. Ich dann, okay, komm, ich mache mich auf den Weg. Ich dann mit dem Abstellwagen losgefahren. Mein Bruder und mein Kollege wollten dann weiterfahren, den Fiat 500 abholen. Genau, sind dann auch schon weitergefahren und haben uns da bei dem Auto rausgelassen. Ach, jetzt geht's los. Und ich habe wirklich, wirklich für den Händler einen sehr guten Preis bezahlt. Also da wird es der eine oder andere auch schreiben, bist du verrückt oder geht doch gar nicht oder sonstiges. Ich habe wirklich gesagt, für 2.000 Euro nehme ich das Ding mit. Und das ist eigentlich wirklich viel für den Händler. Aber schwarz, erste Hand oder zweite Hand, Scheckheft gepflegt, Klimaanlage. Das ist natürlich das neue Modell Polo 9 N3. Fünftürer, achtfach bereift, tipptopp Zustand, heißt hinstellen, so wie er ist, noch TÜV machen. Hat aber noch ein Jahr gehabt und fertig. Okay, komm, kann man machen. Kann man machen, ne? Im Endeffekt bin ich dann angekommen.
Ich dann so gesehen, hinten rechts am Radkasten hat er schon angefangen zu blühen oder beziehungsweise so eine Schürfwunde gehabt. Ich habe gesagt, okay, ja gut, muss ein bisschen Lackarbeiten machen, alles klar. Und das war wirklich eine nettere, eine ältere Dame, ich sage jetzt mal um die 50, und ihr Mann. War auf so einem kleinen Dorf, alles ganz entspannt, idyllisch. So, dann habe ich gesagt, pass auf, ich habe einen Kaufvertrag ausgefüllt. Und die hatten natürlich für uns auch andere abgesagt, weil wir haben gesagt, wir nehmen das Ding. Ne? Das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe zu meinem Bekannten gesagt, komm, sag denen, ich nehme das Auto, ich hole das jetzt ab. Ich komme heute Nachmittag, ich hole das ab. Das war auch auf dem Samstag noch. Passt. Ne? Aber es muss halt so sein, wie beschrieben, ne? Wie es mir erklärt wurde. Alles klar, passt, alles klar, bis dann. Da habe ich gesagt, okay, ja, die eine Schürfwunde, okay, macht nichts, bisschen Lackarbeiten. Dann habe ich mich ins Auto gesetzt, habe den Kaufvertrag ausgefüllt. Dann meinte ich so, wo ist denn der Brief? Dann sagt der Mann, den bekommt ihr erst, wenn das hier alles abgeschlossen ist. Ich sage so, okay. Ich dann Kaufvertrag ausfüllen und die nette Dame dann auch schon direkt bei der Roststelle hinten. Ja, ist eine normale Gebrauchsspur, normale Gebrauchsspur. Ich sage, alles gut, ich gucke nur. Ich nehme das gerade nur für mich auf. Ne? Alles gut. Ich dann Geld übergeben und dann meinte ich noch so, ja, sorry, kurz vorab. Sie saß dann neben mir auf dem Beifahrer und dann meinte sie so, ja, hier ist noch ein Lackstift drin, hier ist das Scheckheft. Ein Lackstift, man weiß ja nie, was ist. Und so. Ich habe gesagt, okay, ist doch nur ein Lackstift. Ne? Wieder dann ausgestiegen, ich hier das Geld in die Hand gedrückt, sie am Zählen, ich bekomme den Brief, der Mann kam gerade runter und hat mir den Brief gegeben und ich gucke rein, fünfte Hand. Ich denke mir so, was, fünfte Hand? Ich sage, Moment mal, es ist doch zweite Hand oder erste Hand. Nein, fünfte Hand. Ich gucke meinen Bekannten an, er sagt so, die haben mir gesagt, erste Hand, zweite Hand. Nein, das haben wir nicht gesagt, wir haben ihnen gesagt, fünfte Hand und sie haben auch den Brief gesehen. Also ich habe den Brief gar nicht gesehen. Und ich erstmal so, hat der jetzt einen Fehler gemacht? Hat er sich jetzt vertan oder hat der sich jetzt vertan? Ne? Ich sage, hier mit fünfter Hand kann ich das Auto nicht kaufen. Also tut mir leid, ich habe wirklich gut bezahlt. Meiner Meinung nach, ne, also als Händler ist das eigentlich ein sehr guter Preis. Ein oder andere Händler unter euch kann das gerne kommentieren. Ich dann so, hier, ich nehme das Ding nicht. Mache ich nicht. Ich wollte vor allem auch erstmal die Situation klären. Ich sage, geben Sie mein Geld. Sie zählt weiter. Ich sage, hallo, ich möchte mein Geld wieder haben. Ne? Sie zählt weiter. Bis ich irgendwann da hingegriffen habe, hab mein Geld gezogen. Ich sage, bitteschön, geben Sie mir bitte mein Geld wieder. Ich stecke das so ein. Ich sage, lassen Sie uns erstmal die Situation hier klären. Ne? Das ist ein wesentlicher Punkt. Bei so einem kleinen Gebrauchtwagen, so einem kleinen Polo, okay, der ist 2006 oder 2007, ist alt, aber ist ein Unterschied, wenn ich einen angemessenen oder einen guten Preis als Händler bezahle, ob der erste Hand, zweite Hand oder fünfte Hand ist. Das ist ein Unterschied. Weil wenn ich den später hier anbiete, ich muss vernünftiges Geld dafür verlangen, weil ich auch vernünftiges Geld bezahlt habe. Ne? Dann habe ich Interessenten, dann laufen die weg, weil es fünfte Hand ist, was ich auch nachvollziehen kann. Scheckheft gepflegt war er, aber ich wurde auch skeptisch. Ich habe gesagt, wann haben Sie das Fahrzeug eigentlich? Ja, seit Dezember. Ich sage, Dezember? Ich sage, wir sind gerade im März, wieso verkaufen Sie es jetzt schon? Ja, das steht nur rum. Ich sage, das weiß man nach 3 Monaten, dass das Auto nur rumsteht? Ich sage, irgendwas stinkt hier gewaltig. Also irgendwas ist hier ein bisschen komisch. Ich dann nochmal zu meinem Kollegen sage, ey, haben die dir nicht den Brief gezeigt? Ja, so nein, ehrlich, die haben mir nur gesagt, erste Hand, zweite Hand. Ich habe den Brief gar nicht gesehen. Und so, und dann wurde die Frau auch ein bisschen lauter. Genau, das war auch krass. Der Mann war noch gar nicht da. Der ist wieder hochgegangen. Ich weiß nicht genau, wo er hingegangen. Ich glaube, der ist den Kaufvertrag kopieren gegangen. Den Brief hatten wir da schon. Er ist wieder hochgegangen, hat den Kaufvertrag kopiert. Die wollte aber auch ganz schnell machen. Ne? Ich sage, haben Sie einen Kopierer? Ich habe alles ausgefüllt. Nee, ein Foto reicht. Die wollte das wirklich ganz schnell machen. Ne? Habe ich richtig gemerkt. Der Mann ist dann trotzdem hochgegangen. Und dann habe ich gesagt, wo ich das dann festgestellt habe, hat er den Brief gebracht und hat den Kaufvertrag mit hochgenommen zum Kopieren. Ich dann, das geht ja gar nicht. Und dann habe ich halt mein Geld wieder genommen und gesagt, ich breche den Kauf hier ab. Und dann hat sie gesagt, das haben wir gesagt und es ist ein bisschen Ausfall geworden. Sagt, ich habe mich darauf verlassen, ich habe anderen Leuten abgesagt. Ich sage, hallo, fahren Sie ein bisschen runter. Wir standen da zu zweit, ne? Und sie alleine. Und ich habe sofort gemerkt, das wird eine brenzlige Situation. Ich habe sofort gemerkt, ich sage zu meinem Kollegen, hier, sag gar nichts. Ich sage, hören Sie mal zu, wir reden jetzt gar nicht mehr. Weil es wurde ein bisschen lauter hin und her. Ich sage, hallo, es ist nichts passiert. Sie können das Fahrzeug immer noch verkaufen, wir möchten es nicht kaufen. Ne? Bleiben Sie ganz ruhig. Sie haben Ihr Auto immer noch. Ich habe mein Geld. Ist alles gut. Ist nichts passiert. Ich sage, wir reden jetzt auch nicht mehr. Bitte hol mal den Mann runter. Oder warte, bis der Mann wieder runterkommt. Weil 2 gegen 1 werde ich dieses Gespräch hier nicht führen.
Ne? Weil am Ende heißt es von der netten Dame, dass wir irgendetwas Falsches gesagt haben oder irgendwie falsch gehandelt haben. Ich habe sofort gesagt, stopp, wir reden nicht mehr. Wir sind ein bisschen auf den Hof gegangen. Also ich bin wirklich ein bisschen rübergegangen, weil das war so quasi Einfahrt und dann war man hinten auf den Hof drauf und vorne halt das Haus an der Straße. Ich bin so rechts rüber gesagt, Moment, wir unterbrechen die Sache jetzt hier. Wir warten, bis der nette Herr wieder unten ist, weil dann ist noch jemand da. Ne? Ich dann so, ist gar kein Grund zur Panik. Ja, ich habe extra abgesagt. Ich sage, dann verkaufen Sie das Fahrzeug halt morgen. Ja, morgen bin ich nicht da. Ich habe damit jetzt gerechnet. Ich sage, okay, aber wenn eine Falschaussage getroffen wurde, beziehungsweise wenn es dann nicht passt, dann ist doch gut, dass wir es jetzt schnell geklärt haben. Oh, die wurde richtig aufdringlich und der Mann kam dann runter, hat dann gesagt, nein, das hat er gewusst. Er sagt wieder, ich habe es nicht gewusst. Und der war aber auch ganz schnell still, ne, der Mann. Also er war ganz schnell mucksmäuschenstill. Er sagt, wir saßen um in der Küche, ich habe mit ihr einen Dreizeiler aufgesetzt, habe den Namen von meinem Bekannten, also von mir den Namen angegeben, habe ihm gesagt, er kauft das Auto, habe dafür unterschrieben quasi. Klar, es ist irgendwo eine Verpflichtung, aber wenn falsche Angaben gemacht werden, werden falsche Angaben gemacht. Dann hat er noch gesagt, kann ich die Unterlagen sehen, kann ich den Brief sehen? Da haben die zu ihm gesagt, der ist doch bei den Unterlagen, den kriegen Sie dann. Und dann ist mir auch ein Licht aufgegangen. Als ich nach dem Brief gefragt habe, haben die zu mir gesagt, den kriegen Sie erst, wenn das hier abgeschlossen ist. Warum? Warum gibt man den Brief nicht vorher raus? Weil ich habe extra darum gebeten, ich sage, können Sie mir den Brief geben? Den kriegen Sie erst, wenn das hier abgeschlossen ist. Ich dachte mir so, okay, das habe ich auch noch nicht erlebt. Ja, auf jeden Fall, dann bin ich nochmal, ich sage, beruhigen Sie sich mal. Ne? Ich bin nochmal das Auto rumgegangen, ich sage, gucken Sie mal, wenn Sie irgendwas machen können, nehme ich das Ding jetzt mit, wenn Sie irgendwas am Preis machen können, nehme ich das Ding jetzt trotzdem mit. Aber es geht hier gar nicht ums Handeln, es geht hier gar nicht um irgendwelche alten Leute runterdrücken am Preis oder irgendwas. Darum ging es absolut nicht. Im Gegenteil, die hat uns verarscht oder die haben uns verarscht. Ich dann nochmal rumgegangen, sehe auf einmal nochmal bei genauem Hinschauen, der ganze Kotflügel auf der Beifahrerseite bis zur Beifahrertür, alles ausgepinselt. Dann habe ich gesagt, okay, dafür ist also der Pinsel da, wenn man den gebrauchen kann. Alles klar, ich sage, wissen Sie was, wir lassen uns jetzt wieder abholen, Sie haben Ihr Auto noch, wir haben unser Geld. Ja, dann wird der Vertrag zerrissen. Sagte zu ihrem Mann, zerreiß den Vertrag. Ich sage, geben Sie mir den Vertrag, ich zerreiße den. Ich sage, aber es ist eine Unverschämtheit, wie Sie mit uns geredet haben. Hab den zerrissen und wir sind abgefahren. Zu Fuß, zur Bushaltestelle. Also nicht abgefahren, aber weggegangen. Dann kam noch so ein Nachbar um die Ecke, so, oh, hallo, Glückwunsch. Gratuliert den ihren Nachbarn, keine Ahnung, was sie die gratuliert hat. Uns hat die voll fertig gemacht. Wir wie so kleine Kinder haben unsere Sachen gepackt und sind gegangen. Oh, auf jeden Fall, wir gehen zur Bushaltestelle. Ich habe meinen Bruder angerufen, ich sage, ey, du musst uns wieder abholen. Also alles klar, wir drehen um. Auf einmal wirklich, wir unterhalten uns so ein bisschen, also ey, du musst ja wirklich glauben, ich habe die Unterlagen nicht gesehen, weißt du was, ich glaube dir. Erstens, wo die gesagt haben, den Brief kriegt ihr erst, wenn die Sache hier abgeschlossen ist. Ne? Und zweitens, wo die gesagt hat mit dem Lackstift und wie sie sich dann erst recht verhalten hat, als ich gesagt habe, geben Sie mir mein Geld wieder, dass ich es einfach nicht wiedergeben wollte. Sie war es die ganze Zeit am Zählen. Und ich habe mehrmals gesagt, geben Sie mir mein Geld wieder. So war das. Und dann kam die Krönung. Ich schwöre, das glaubt ihr nicht, ne? Ohne Scheiß. Wir sitzen da, auf einmal klingelt das Telefon von meinem Bekannten. Der hat ja vorher mit ihr quasi Kontakt gehabt. Hat dann auch den Termin abgesprochen und sowas. Da klingelt das Telefon. Ja, hallo, ich bin's, die von dem Polo. Hat ihren Namen gesagt. Hat gesagt, sie hatten ja auch Interesse an dem Polo. Ihre Mutter hatte mich kontaktiert. Und ja, die anderen Interessenten, ich habe ihnen ja abgesagt, wegen den anderen Interessenten, aber die anderen Interessenten sind nicht erschienen, weil die einen Todesfall hatten. Und genau, als er also angerufen hat, ich sage auch zu ihm, sag kein Interesse. Ne? Und er so, ja, hallo, da versteht seine Stimme so, ne? Ja, hallo, nee, leider kein Interesse mehr und so, ne? Und die haut einfach eiskalt, ne? Hat die rausgehauen, die haben uns abgesagt, weil die einen Todesfall in der Familie hatten. Jetzt zieht euch das mal rein. Mittlerweile, sage ich ganz ehrlich, das ist so eine dreckige Gesellschaft geworden. Ne? Es ist so verrufen, es ist so unglaublich, dass man solche Mittel auffährt, einfach um zu lügen. Sag, die wollten nicht kaufen. Sag, die haben kein Geld gehabt. Sag, die wollten handeln. Keine Ahnung, die wollten Ratenzahlung machen oder die haben das Geld nicht mitgebracht oder keine Ahnung, aber ein Todesfall? Die sagt eiskalt, die nette Dame von nebenan mit ihren 53 Jahren, sagt die einfach, ruft die da quasi den Leuten hinterher, die vorher abgesagt hat und sagt einfach, es gab einen Todesfall bei denen, die es kaufen wollten. Überleg mal, da war mir ganz klar, sei Bro, alles gut, ich glaube dir 100%, dass du den Brief nicht gesehen hast. Aber guck mal, wo wir angekommen sind.
Das ist eine nette Dame, eine ältere Dame mit ihren 55 Jahren. Jo, ich mache sie mal älter. Und solche Maschen auffahren, Alter. Das ist unglaublich, wirklich. Das ist für mich absolut nicht mehr nachvollziehbar. Die Geschichte mit dem Adam und diese Geschichte will ich einfach nur darauf hinweisen, dass es mittlerweile gefährlich ist, loszugehen, einen Kleinwagen zu kaufen. Egal von wem. Nicht mal Händler, von privat. Und da hat die Herkunft spielt die Herkunft keine Rolle. Ne? Das ist so eiskalt geworden, dass die Leute einfach nur noch lügen und betrügen. Um jeden Cent. Ne? Wenn ihr Bock habt auf mehr solche Geschichten, einfach mal von der anderen Perspektive, wie wenn wir losgehen und ein Auto kaufen wollen, wie es dann ablaufen kann. Gerne, gerne. Wir drehen als nächstes die Hofrunde hier, Erik. Ne? Ramadan ist dann heute der erste Tag quasi, wenn das jetzt am Donnerstag rauskommt. Ich weiß nicht, wie wir da in den Folgetagen, in den nächsten Tagen Videos drehen, abliefern werden. Vielleicht wird es dann noch eins in der Woche sein. Müssen wir mal schauen. Ne? Nehmt mir das nicht übel, Erik, und ihr auch nicht. Ansonsten gerne mal abonnieren. Ihr sagt ja immer, irgendwann geht dein Kanal steil. Dann sorgt doch mal dafür, liked mal die Videos. Dadurch gehen die halt, werden die besser platziert oder so. Ne? Ja, ansonsten bleibt alle gesund, trinkt viel Wasser. Und an diejenigen, die fasten, habt einen gesegneten Ramadan-Monat. Bleibt alle gesund und bis dann. Ciao. Wieder viel zu viel geredet, Alter. Bist du fertig?